Liberalen sind sehr offen für technische Neuerungen und Entwicklungen. Wir hätten vieles nicht bekommen, wenn man nicht offen für technische Entwicklungen ist. Aber man darf nicht blind, blauäugig und rein naiv diese Entwicklungen sehen. Ich sehe deshalb auch neben all diesen Vorteilen und riesigen Chancen für Wirtschaft, aber auch für den Einzelnen an Informationsgewinn, an Teilhabemöglichkeiten, auch an der selbstbestimmten Mitteilung etwas von ihm. Mit Selfies, mit Bildern, mit allem anderen mehr. Ja, wollen wir ja wohl nicht verbieten, dass das möglich ist. Wäre jedenfalls kein Ansatz, den Liberalen in den Sinn käme. Aber dennoch muss man auch sehen, dass das Auswirkungen, ganz massive Auswirkungen auf die Selbstbestimmung und die Privatsphäre eines jeden Bürgers hat. Wir wissen, wo du warst, wir wissen, wo du bist und sein wirst und wir wissen auch, was du denkst. Das ist Philosophie von Google. Wo bleibt da der Bürger, meine Damen und Herren? Ich habe im vergangenen Jahr, wenige Wochen vor seinem leider viel zu frühen Tod, Frank Schirmacher getroffen. Und er sagte mir, Mensch, das müsste doch das Jahrhundertthema für eine Partei wie die FDP sein. Das müsste aufgreifen, nicht? Damals waren wir noch tief in der Krise, ne? So, das könnte der Wiederaufstieg sein. Ich habe ihm dann gesagt, ja, ich würde gerne mit diesem Thema in der Tat Politik machen, aber ich stelle immer wieder fest, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung da nicht so stark vorhanden ist. Wir sind gegen eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, der Staat sammelt Massen an Daten und hat sie dann irgendwie zur Verfügung, weiß dann auch Dinge über die Menschen, die zum Missbrauch verleiten. Das wollen wir nicht, sondern wenn irgendwo ein konkreter Verdacht besteht, wenn vielleicht auch eine Personengruppe ins Visier gerät, dann muss es möglich sein, Daten zu sammeln, aber eben nicht anlasslos. Viele, die ihren täglichen Spot betreiben möchten, gerne wissen, wie sich das auf ihre Körperfunktionen und auf ihr Wohlbefinden auswirkt. Das kann ich verstehen. Es gibt von verschiedenen Krankenversicherungen Angebote an ihre Versicherten, einen günstigen Tarif anzubieten, wenn sie diese Daten weiterleiten. Und dafür brauchen wir Regelungen. Ich bin auch der Auffassung, dass es nicht sein darf, dass wir solche individualisierten Versicherungstarife bekommen, weil das am Ende dazu führt, dass die gesamte Versichertengemeinschaft sich auflösen kann. Wenn es nicht anders geht, müssen wir uns gegebenenfalls sogar nationale Schritte überlegen, wie wir in diesem Bereich der Versicherungswirtschaft mit diesem Thema umgehen. Die Politik muss irgendwann entscheiden, was macht das autonom fahrende Auto, wenn links die Oma mit dem Rollator und rechts die junge Mutter mit dem Kinderwagen kommt. Und das ist mit Sicherheit eine Entscheidung, die die Politik so nicht treffen wird. Also das muss technisch gelöst werden. Wir brauchen Regelungen über Haftungsfragen, über die Fragen, wer verfügt über welche Daten, welche Rechte hat der Hersteller, welche Pflichten gibt es, auch Daten an das Gericht, an Versicherungen, an Unfallsbeteiligte herauszugeben. Dafür erwarte ich, dass jetzt die Bundesregierung mit Vorschlägen kommt, dass wir jetzt diskutieren über die Gestaltung des Autofahrens im digitalen Zeitalter. Wie kann dann die Selbstbestimmung des Bürgers im digitalen Zeitalter gerettet werden? Oder sollen wir in Kulturpessimismus verfallen und sagen, geht ja eh alles nichts mehr, geben wir gleich mal auf, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen? Oder schließen wir uns denjenigen an, die sagen, Privatsphäre, das war. Solche gibt es, die sagen, das Post-Privacy-Zeitalter ist angebrochen. Dazu gehören die Liberalen nicht. Wir sehen in der Tat bei der Digitalisierung mehr Chancen als Risiken. Und deshalb ist es uns wichtig, als staatliche Aufgabe zu begreifen, dass schnelles Internet in ganz Baden-Württemberg sowohl für die Bürger als auch für die Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Deshalb beschränken wir uns darauf, die Breitbandversorgung, die Infrastruktur im ländlichen Raum insgesamt in die Landesverfassung festzuschreiben. Nicht über die Risiken in der Landesverfassung zu reden, aber trotzdem muss man natürlich auch die Risiken im Auge behalten.